Hallo und herzlich willkommen wieder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Karl-Auer-Studio beim Kongress Reden reicht nicht. Es ist bereits Samstagnachmittag und jetzt ist mein Gast Sabine Froth im Karl-Auer-Studio. Hallo Sabine. Hallo Matthias. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind und uns unterhalten können im Kontext des Kongresses Reden reicht nicht. Du hast ja bei vielen Kongressen schon hier deine Kompetenzen zur Verfügung gestellt. Und diesmal ging es um imaginäre Körperreisen. Das ist ja eins deiner zwei Spezialgebiete, du hast noch viel mehr, aber für die du auch in der Publikation bekannt bist, Haus des Wissens, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, und imaginäre Körperreisen. Das ist ja für manche so ein bisschen verbunden mit der Idee, so wie bei, wie hieß das nochmal, eine Reise in den Körper, ja, mit dem U-Boot reingespritzt und so. Imaginäre Körperreisen sind aber was ganz klar Sortiertes und methodisch Nachvollziehbares. Und hier beim Kongress hast du gearbeitet zum Thema imaginäre Körperreisen mit Kindern und Jugendlichen. Vielleicht zuerst mal für die, die das noch nicht so richtig einordnen können, was sind imaginäre Körperreisen, was wird da eigentlich gemacht und wann ist es angesagt und warum funktioniert das, wenn ich dich richtig in Erinnerung habe, mit Kindern und Jugendlichen so besonders gut? Ja, eine imaginäre Körperreise ist der mentale Weg, die mentale Reise in den eigenen Körper. Das heißt also, derjenige, der reist, bildet ein Konstrukt, das heißt ein Bild. In der Regel ist es ein Bild, es muss aber noch nicht mal ein Bild sein, es kann auch ein Gefühl sein oder irgendwas anderes, von dem, was im eigenen Körper passiert. Und für mich ist es eine ganz logische Geschichte. Ich komme ja aus der Medizin und versuche immer zu verstehen, wie der Mensch funktioniert, wie er tickt. Und das Gehirn weiß ja, was im Körper los ist, was im ganzen Organismus los ist, was von außen wahrgenommen wird. Das Gehirn hat alle Informationen. Bis auf die Eigenreflexe wird alles ins Gehirn transportiert, im Gehirn verarbeitet und vernetzt. Und daraus entsteht dann eine Reaktion, egal auf welcher Ebene. Ob das jetzt eine Krankheit ist, ob das jetzt eine ganz normale Reaktion ist, eine Bewegung, die wir machen, es läuft alles übers Gehirn. Und die Frage ist, wie kann ich das sichtbar machen, wahrnehmbar machen, was im eigenen Organismus passiert? Und das Wissen ist ja da. Wir haben nur nicht den Zugang. Und die Methode versucht über eine Imagination, über eine hypnotische Reise, die aber nicht so tief in Hypnose ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Man ist also nicht weg, sondern man ist trotzdem im Dialog, kann alles mitbekommen, eben einen Einstieg zu bekommen, wie sieht es in mir aus? Und dann kann ich sehen, okay, wo ist denn das Problem? Wo wohnt das Problem? Was gibt es für Zusammenhänge? Und kann dann versuchen, an dem Problem zu arbeiten. Also ich stelle mir sozusagen vor, ich habe es verstanden, es ist eine Kenntnis über den Organismus vorhanden, weil das Gehirn permanent damit beschäftigt ist. Es ist aber nicht unbedingt, es sowieso, es ist ein natürlicher Prozess. Ja. Aber es ist nicht sozusagen versprachlichungszugänglich oder direkt sozusagen in einer möglichen Wahrnehmung. Und der Versuch der imaginären Körperreise ist der zu sagen, ich fange an, mich wirklich innerlich zu erforschen und zu bereisen. Genau. Nochmal, bevor wir zu Kindern und Jugendlichen kommen, wie funktioniert das? Wie stellt man sich das vor? Und wo landet man dann, wenn man eine imaginäre Körperreise hat? Vielleicht ein Beispiel. Ja, also was passiert dann? Ich mache das in den meisten Fällen inzwischen über eine sogenannte Spiegelinduktion. Das heißt, ich stelle mir erstmal vor, ich gehe in eine Landschaft, da ist ein Spiegel, dann sehe ich mein Spiegelbild. Das Spiegelbild wird verkleinert und das verkleinerte Spiegelbild geht dann auf die Reise in den Körper. Das ist also ein spielerischer Zugang, den sich aber die meisten Leute vorstellen können. Und dann ist man wie so eine Mini-Drohne in sich unterwegs. Okay. Aber man hat das Gefühl, man ist es selbst, weil es ja das eigene Spiegelbild ist. Und dann ist man in sich unterwegs und guckt, wie es da aussieht. Und dann wird der Körper von innen mit allem, was dazugehört, symbolisiert. Und bei den einen ist das anatomisch, bei den anderen ist das eine Landschaft oder es ist wie in einer Science-Fiction-Welt. Manche tatsächlich wie in einem Film, den Sie schon mal gesehen haben. Es war einmal das Leben oder Ähnliches. Dieser Zeichentrickfilm kommt auch öfter mal vor. Okay. Und dann wird das, was an Informationen da ist, auf eine bildhafte Ebene konstruiert. Und dann gibt es in meiner Form, wie ich arbeite, ein standardisiertes Vorgehen. Wir arbeiten dann mit einem inneren Wohlfühlraum, wir machen innere Ressourcenarbeit und dann geht es los, sich mit den Problemen zu beschäftigen. Also wir haben ja einen Auftrag als Therapeuten
ob das jetzt ein körperliches Leiden ist, irgendwo ist ein Schmerz und der soll bekämpft werden, oder ob es eine Angst ist, das können auch psychische Ursachen sein. Mhm. Und dann ist jetzt in der Methode, wie ich sie entwickelt habe, sind dann verschiedene Schritte möglich. Mhm. Und das Unbewusste des Patienten entscheidet, wie die Reise abläuft. Mhm. Das heißt also, es ist, so wie ich damit umgehe, ganz individuell. Mhm. Das heißt also, ich folge den Bildern meiner Patienten und Patientinnen ganz, ganz individuell, mhm, und bin immer nur der Lotse und mache Empfehlungen, was man jetzt machen könnte. Es darf aber auch was ganz anderes kommen. Das finde ich als unheimlich spannend, weil du diese Kombination aus höchst individueller Aufmerksamkeit, mhm, und einer, wie ich dich verstanden habe, sehr klaren und sortierten, mhm, methodischen, mhm, Struktur. Ja. Das ist natürlich jetzt zu viel für so ein Gespräch. Das kann man im Buch, ja, auch nachlesen, Imaginäre, mhm, Körperreisen, wie diese methodische Struktur abläuft, mhm, und ablaufen sollte. Ja? Nochmal vielleicht so ganz, dass ich eine Vorstellung habe, wenn man so eine Körperreise macht und dann irgendwo landet, also ich muss jetzt nicht topologisch sein, ja, was ist der potenzielle Aha-Effekt? Also in der Regel sehen sich dann die Patientinnen und Patienten als kleines Männchen, ganz oft, wirklich so, wie sie in Natura auch aussehen, okay, finden dann erstmal einen inneren Wohlfühlraum, wie auch, mhm, immer der aussehen mag, schönes Sofa, wo sie sitzen oder ähnliches. Das kann auch eine Landschaft sein. Mhm. Und dann geht es auf die Reise. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Heuschnupfen, mhm, weil das, okay, so ein Klassiker ist. Dann reisen sie in der Regel, wenn sie dem Angebot folgen, in die Schaltzentrale, sprich ins Gehirn, finden dann die Abteilung Immunsystem. Wahnsinn. Mhm. Und sehen das dann sehr häufig in der Schaltzentrale, wirklich, wie man sich so eine Schaltzentrale vorstellt, Raumschiff Enterprise ist ein häufiger Begriff, der genannt wird, oder irgendein anderer technischer Raum. Und dann finden Sie diese Abteilung und dann leite ich halt an oder empfehle mal zu schauen, wie das Programm aussieht, das immer abläuft, wenn Sie jetzt auf der Wiese spazieren gehen und Ihren Niesanfall bekommen. Mhm. Und dann wird geguckt, wie war denn das Programm früher, als Sie noch keinen Heuschnupfen hatten. Und dann sehen Sie tatsächlich, oh, das ist das pathologische Programm, das ist das gesunde Programm. Und im einfachsten Fall, und das machen vor allem auch Kinder und Jugendliche sehr gerne, wird dann die Datei von jetzt gelöscht, irgendwo hingepackt, was auch immer. Die alte wird aufgespielt und der Heuschnupfen ist weg. Wahnsinn. Das ist wirklich phänomenal. Mhm. Es kann aber auch sein, es gibt irgendwelche Widerstände. Mhm. Zum Beispiel, dass irgendeine Information im System drin ist, Katzen sind gefährlich. Oder es gab mal eine Katze, die jetzt gefährlich war, weil sie jemanden gekratzt hat. Und dann entsteht daraus eine Katzenallergie. Dann muss man diese Ursache erst noch, ich sag mal, therapieren. Ganz, mhm, allgemein. Das würde jetzt, ja, auch wieder zu weit führen. Dann kommen die Widerstände, da werden die Widerstände bearbeitet. Mhm. Und es kann ja eine Ursache dafür geben, dass die Allergie entstanden ist. Aber gerade bei Heuschnupfen, das ist häufig einfach das Fehlprogramm. Mhm. Dann wird das korrigiert und dann, mhm, ist es tatsächlich gut. Ich habe es auch selber erlebt, ich hatte auch Heuschnupfen. Und ich hatte so einen überaktiven Mitarbeiter dort in dieser Aktion, der wollte immer alles gut für mich machen und wollte alles so sauber halten, den musste ich dann erstmal in Rente schicken und habe dann einen ganz gechillten Chef jetzt des Immunsystems und der sieht es gelassen. Ich muss dann aber oftmals zu Beginn einer Saison, muss ich dann immer wieder spazieren gehen und sagen, hey, guck, das ist alles gesund hier, du darfst das jetzt alles tolerieren und dann ist das wieder, ah ja, genau, das ist ja das gesunde Programm. Und dann passiert nichts. Und ich hatte wirklich intensiven Heuschnupfen. Also die eigene Erfahrung hilft dann auch, das besser rüberzubringen, dass man es wirklich selbst erfährt und wahrnimmt. Das funktioniert ja tatsächlich. Da würde ich nachher noch ein bisschen kommen. Leute. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es da nicht nur Widerstände seitens Klientinnen und Klienten gibt, sondern auch in der Szene zu sagen, was macht die denn da und so. Richtig, ja, durchaus. Ja. Kommen wir gleich hin. Ich will gerade noch kurz über die Kinder und Jugendlichen noch ein bisschen sprechen, ja, weil das hat mir jetzt gleich eingeleuchtet. Wahrscheinlich ist bei denen diese Bereitschaft, sich auf so etwas Spielerisches einzulassen, auf so etwas Fantasievolles und so, wahrscheinlich besonders groß, ja, oder? Ja, mhm, unbedingt. Mhm. Also die sind wesentlich lockerer, gehen wesentlich lockerer damit um. Und haben mich auch gelehrt, meine eigenen Blockaden erstmal zu überwinden. Als ich früher als Hausärztin zugange war, habe dann die Hypnoausbildung gemacht, auch gleich die für Kinder und Jugendliche, weil ich über 50% Kinder in der Praxis hatte. Okay. Und da habe ich gedacht, mit den Erwachsenen, das lasse ich mal lieber noch. Wer weiß, was ich hier für komische Sachen mache. Es war mir ja selber total suspekt, aber mit den Kindern kannst du üben. Und habe dann den Kindern das angeboten, das
zu machen. Ich habe gesagt, ich habe da sowas Neues gelernt. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wir könnten es mal probieren. Natürlich, wenn die Eltern bereit waren, wenn die Kinder bereit waren, die Eltern waren dabei, alle Vorsichtsmaßnahmen und was da nötig ist. Aber ich war selber skeptisch. Mhm. Und dann habe ich es angeboten und habe es gemacht und habe gedacht, sind die jetzt wirklich in Trance? Ist das jetzt hier wirklich Hypnoarbeit oder spinnen die sich was zurecht? Und habe dann aber durchs Tun gemerkt, Mensch, wenn sie 4 Wochen später wiederkommen, da ist ja immer noch das gleiche Monster unterwegs oder der gleiche Ritter und die sind ja in einer ganz anderen Welt unterwegs und es war nachhaltig. Und es hat sich dann auch tatsächlich was verändert. Und ich habe dann das Glück gehabt von meiner Einstellung her, dass ich gedacht habe, okay, ich mache jetzt mal weiter. Ich probiere es. Ich probiere es. Und bei den Erwachsenen habe ich so eine richtige Trance-Induktion gemacht, wie ich es gelernt habe und war da auch so ganz brav unterwegs, wie mich das also meine Lehrmeister gelehrt haben und habe immer alle erst in eine Trance versetzt und dann habe ich auch mal gewagt, in den Körper zu reisen. Aber diese einfache Spiegelinduktion habe ich am Anfang den Erwachsenen nicht zugetraut, sondern habe erst die brave Induktion gemacht, 10 Minuten lang und dann durften sie mal in den Körper reisen. Und bei den Kindern habe ich gedacht, ach, das dauert denen alles hier viel zu lang und die wollen jetzt auch nicht in Trance versetzt werden. Die haben nebenbei gespielt und ich habe ihnen das dann wie so eine Geschichte erzählt. Stell dir mal vor und du machst dies und du machst jenes und es hat funktioniert. Und durchs Weitermachen und durch die Erfahrungen, die sie mir geschenkt haben, es war wirklich ein Geschenk von den Kindern, habe ich dann immer mehr der Methode vertraut. Dieses Vertrauen, wie kriegt man das bei Erwachsenen, wenn die Widerstände vielleicht zu groß sind oder so? Also die Selbsterfahrung. Die kommen natürlich auch zu dir, weil sie schon wissen, die Sabine Froh, da habe ich schon so viel von gehört. Klar. Das gibt es ja mittlerweile auch. Klar, also erstmal müssen die Therapeuten Selbsterfahrung sammeln und Selbsterfahrung sammeln und Selbsterfahrung sammeln. Und müssen selber das Gefühl haben, jawohl, das funktioniert ja tatsächlich. Also ich kann keine Methode weitergeben, bei der ich nicht selber die Erfahrung gemacht habe, dass es funktioniert. Ja. Und erst wenn ich es selber erfahren habe, kann ich es auch ruhigen Gewissens weitergeben und aus Überzeugung. Und das mit dieser Trance-Induktion, da habe ich irgendwann gemerkt, das ist ja meine Meise. Und dann habe ich erstmal an meiner Meise gearbeitet. Und als ich die verabschiedet hatte, inzwischen können 99% der Erwachsenen die Spiegelinduktion. Weil ich sie auch ganz selbstverständlich anbiete. Ich mache es jetzt nur noch anders, wenn ich das Gefühl habe, es ist schöner, nicht gleich in den Körper rein, sondern eine schützende Distanz zu wahren. Oder wenn die Patienten noch gar nicht wissen, ob sie eine Körperreise machen wollen. Also es gibt ganz bestimmte Situationen, wo ich es heute immer noch indirekt mache, also über diese andere Induktion, aber dann entscheide ich das schon vorher oder die Patienten möchten es. Aber ich musste meine Meise ablegen. Das war die Hürde. Das war die Hürde. Das ist wahrscheinlich repräsentativ für viele andere, weil dann kann ich mich auch einschließen, dass man einfach immer merken muss, wo ist denn die eigene, vielleicht gut begründete Sorge, wo man sagen kann, wenn ich die mal los würde, könnte ich etwas mutiger werden. Ja, und ich kann wirklich nur allen Therapeutinnen und Therapeuten empfehlen, eine Intervisionsgruppe zu nutzen als Ressource und mit anderen zusammen zu üben. Ohne meine Intervisionsgruppe würde ich heute nicht hier sitzen. Wir waren 10 Leute, wir hatten die gleiche Hypnoausbildung bei einem Institut. Wir haben uns getroffen und dann hat jeder gesagt, oh, ich habe da das und das kennengelernt und darf ich das mal bei euch ausprobieren? Und dann haben wir geübt. Bevor wir auf die Patienten los sind, haben wir dann erstmal geübt und haben Erfahrungen gesammelt. Bei den Kindern war ich gleich mutig. Aber bei den Erwachsenen war es viel schöner, wenn ich das erstmal ausprobieren konnte mit Gleichgesinnten. Ja, ja, klar. Und dann konnten die anderen auch beobachten und sagen, Mensch, das war gut und das war toll oder das war blöd und das könntest du noch anders machen, um dann einfach zu korrigieren. Also Intervisionen sind genial, wo keiner jetzt den Hut auf hat, wo keiner die Wissende ist und sagt, so muss das sein. Und wir waren auch aus verschiedenen Bereichen, also nicht nur Mediziner, Psychologen, auch Heilpraktiker, ein Waldpädagoge, eine Musikpädagogin, also bunt gemischt und jeder hatte einen anderen Blickwinkel und das war so bereichernd. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Du kommst da nun, also du sprichst von Intervision, von Mut, von Erfahrung. Du kommst ja aus der Medizin und hast lange, lange medizinisch praktiziert als Ärztin, als niedergelassene Ärztin. Und es gibt wahrscheinlich bei dir auch einen Weg
zu Hypnotherapie, zum Erweitern deines Handlungsspielraums, deines gesundheitsdienstleistenden Handlungsspielraums. War so eine Frage, einfach eher spekulativ vielleicht, aber du hast ja auch Beobachtungen da. Wenn du an andere Medizinerinnen und Mediziner denkst und dann so manchmal denkst, ach, wenn die das irgendwie auch so mal so könnten, solche Sachen und solche Zugänge, die vielleicht hilfreich sein könnten. Ja. Wie kann man das attraktiv machen oder erntet man da eher die Frucht spinnt oder sowas? Also das wird dann nicht gesagt, aber gedacht. Mhm. Also ich hatte bis vor kurzem auch immer noch mit derselben Hausarztgruppe zu tun. Wir hatten da auch ein nettes Netzwerk miteinander und auch als ich nicht mehr als Hausärztin tätig war, haben wir uns aber noch regelmäßig getroffen. Die haben nicht mal nachgefragt. Die haben nicht mal nachgefragt und hatten so ein Halbwissen, was ich dann gemerkt habe, wenn ich dann mal mit einem Einzelnen ins Gespräch kam und hatten gedacht, weil ich jetzt als Hausärztin aufgehört habe, auch ich arbeite ja nichts mehr. Mhm. Wo alleine auch schon die Psychotherapie abgewertet wurde. Mhm. Was ich also auch schon, und auch klar, ich habe keine Kassentätigkeit mehr oder keine Kassenzulassung. Aber deswegen arbeite ich ja nicht weniger. Ich bin heute immer noch, ist mein Ziel, eine gute 40-Stunden-Woche hinzukriegen und es nicht darüber hinaus ständig werden zu lassen. Was dir wahrscheinlich nicht so leicht fällt. Ich arbeite täglich dran, muss man ganz klar sagen. Auch der ganze bürokratische Aufwand noch nebenbei. Das Wissen ist nicht da. Aber ich muss auch selber zugeben, dass ich oft schon Vorurteile hatte, dass es sich gar nicht lohnt, zumindest die älteren Kollegen, die jetzt 60 plus sind, da noch aufzuklären. Bei den Jüngeren ist die Motivation schon wesentlich größer, aber ich hatte das Gefühl, bei den Älteren, entweder sie sind von vornherein in diese Richtung interessiert und sind auch auf diesem Weg, oder sie sind so festgefahren, da ist Hopfen und Malz verloren. Mein Vorurteil natürlich, aber meine Erfahrung auch. Bei den Jungen, finde ich, ist es anders. Da sind dann wieder andere Schwerpunkte entscheidend, wo man wieder andere Beobachtungen macht. Wichtig ist eigentlich, dass es in die Ausbildung reinkommt. Und am allerwichtigsten ist da die medizinische Kommunikation. Auch während meiner Hausarzttätigkeit und dann jetzt in der Hypno erst recht, wie viele Patienten traumatisiert wurden von Arztgesprächen. Das ist erschütternd. Diese Negativsuggestionen erschüttern. Dann arbeitest du Wochen und Monate. Ein Beispiel, eine Brustkrebspatientin, die wirklich nur einen kleinen Befund hatte und sie hatte ganz viel Angst und wir haben das wunderbar behandelt. Dann ist sie noch einmal bei ihrem Herrn Professor gewesen und war so richtig positiv und dem war das zu viel. Sie wissen aber schon, dass sie auch nach 10 Jahren noch ein Rezidiv bekommen können. Ich hätte ihn würgen können. Das ist so überflüssig wie nur was. Wenn jemand so positiv ist, das ist doch so heilsam. Es gibt ja diese Ausbildungsgänge, ja. Also bei der Milton Erickson Gesellschaft zum Beispiel oder bei der DGH auch, Deutsche Hypnose. Immerhin gibt es eine Chance. Und ich habe auch den Eindruck, so aus meinem von ferne drauf gucken, dass irgendwie das immer weiter auch kommuniziert wird. Und so es wird besser. Ich habe auch das Gefühl, es wird besser. Ich kriege da durch meine Tochter immer eher was mit. Auch in ihrem Studium, sie hat ja auch Medizin studiert, da gab es tatsächlich schon so einen Kurs, wo medizinische Kommunikation tatsächlich gelehrt und geübt wurde, auch mit Videoaufnahmen, mit Schauspielern, die Patienten gemimt haben und wo das hinterher ausgewertet wurde, wo diese Schauspieler Patienten Rückmeldung geben konnten. Das ist der einzig richtige Weg, dass die schon im Studium auch wahrnehmen, was sie da wie kommunizieren können, dann eben Thema ein schwieriges Gespräch, eine schwierige Diagnose übermitteln. Das muss im Studium drin sein, aber da war Marburg tatsächlich führend. Wir haben diese Abteilung neu gegründet, MARIS heißt das dort, und aufgebaut, mit Spendengeldern diese Abteilung aufgebaut. Das muss es in jeder Universität geben. Ich weiß nicht, wie viele Unis das inzwischen haben, aber das habe ich richtig begrüßt, weil das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn ihr dann in der Ausbildungsphase relativ früh auch nicht nur die unverzichtbare anatomische, organische und so weiter Know-how vermittelt wird, sondern auch das, was man dann hinterher macht. Und ich meine, es kommt dann noch dazu, wenn ich das richtig verstehe, die imaginären Körperreisen, die dann mehr als eine Art von Patientenkommunikation ist, irgendwie, ich sag's nochmal, eine Art von
Möglichkeit einer Gesundheitsdienstleistung. Ja. Ich meine mich zu erinnern, dass es auch Fälle gegeben haben soll, wo du gesagt hast, da war irgendwie Hopfen und Malz verloren. Mhm. Und tatsächlich, ohne jetzt deine Magie zu versprechen, bei der imaginäre Körperreise, nochmal einen Weg, doch noch eine Chance zu finden. Ja, natürlich nur dann, wenn es die Optionen gibt in diesem System. Mhm. Und es sind ganz viele Fälle inzwischen, wo ich fasziniert bin, was manchmal wirklich an welchem Schlüssel gedreht werden muss und wo dann noch der Körper selber was machen kann. Oder wo dann auch tatsächlich, habe ich gestern im Workshop auch ein Beispiel genannt, wir haben eine Körperreise gemacht, ein 16-jähriges Mädchen, was immer schlecht Luft bekam bei der Leichtathletik. Und dann ist sie da in ihren Nebenhöhlen unterwegs gewesen und da ging es nicht weiter. Mhm. Und da habe ich gesagt, weißt du was, geh mal zum HNO-Arzt, lass mal gucken. Ja, dann musste die ihre Nasenscheidewand operieren lassen, weil die eine Nebenhöhle nicht belüftet wurde. Mhm. Und das hat sie gesehen. Das hat sie gesehen. Natürlich konnten wir das jetzt nicht mit einer Körperreise korrigieren, aber... Auch ein Diagnostikum ist es dann? Oder? In dem Fall war es ein Diagnostikum. Diagnostischer Weg, genau. Ja. Spannend. Also das war schon. Und wie gesagt, die Kinder sind total offen. Die Kinder sind oft in einer Fantasy-Welt unterwegs. Es gibt also dann auch immer wieder Beispiele, dass sie in der Harry-Potter-Welt landen, dass sie in einem Computerspiel landen, was ich vielleicht gar nicht kenne, wo ich mich dann durchfragen muss, sind das jetzt die Guten, sind das jetzt die Bösen, wo ich selber gar keine Ahnung habe. Und dann lösen sie ihre Probleme verdeckt. Das ist ja auch ein großes Thema teilweise schon gewesen in den Vorträgen, dass man eben verdeckt arbeiten kann. Das kann ich dort auch. Wenn das alles auf symbolischer Ebene passiert, muss ich gar nicht wissen, welches Problem behandeln wir jetzt hier gerade, weil es auf einer bildhaften Ebene passiert. Nehmen wir mal ein Beispiel, da kommt ein Monster und dann muss dieses Monster befriedet werden, muss vielleicht rausgeschmissen werden, weil es ein Introjekt ist, keine Ahnung. Oder man muss überhaupt erst mal wissen, warum ist es überhaupt böse und es wird dann ein Freund. Alles ist möglich. Und dann weiß ich gar nicht, wofür stand jetzt dieses Monster. Oder es muss was Kaputtes repariert werden. Es müssen Kämpfe ausgefochten werden, wo ich dann denke, oh, jetzt ist irgendwas Systemisches zugange. Wenn dann da irgendwie zwei verschiedene Gruppen gegeneinander kämpfen und das muss jetzt sein. Also gerade bei den Kindern ist das dann manchmal auch sehr, bisschen rabiat, aber wenn das dann gut und richtig für den Patienten ist, dann lasse ich das natürlich zu. Mhm. Und ich habe hinterher keine Ahnung, was wir gemacht haben. Ich habe etliche Therapien, wo weder der Patient noch ich wissen, was wir getan haben, aber wir hatten beide das Gefühl, hier wurde ordentlich gearbeitet. Ein Minütchen habe ich signalisiert gekriegt. Ich muss dir noch eine Frage stellen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie viel Kind brauchen Erwachsene, um sich darauf einzulassen? Sie brauchen das Kind, das Sie sowieso in sich haben und müssen das einfach wachrütteln. Super, das ist sehr ermutigend. Ich habe gerade gemerkt, jetzt hat sich schon in mir bewegt. Denn wir haben es doch alle in uns. Na klar. Wir müssen es nur wachrütteln. Ich danke dir sehr, dass wir uns wieder unterhalten haben. Gerne. Wir sehen uns dann Abend auf der Party. Ja. Und Schwingestanzbein ein bisschen. Ne? Genau, ja. Das machen wir. Dann machen wir eine äußere Reise. Danke für deine Zeit. Ja, alles gerne. Gute dir. Gell? Ebenso, danke. Danke, Sabine. Schön, dass ihr dabei wart wieder beim Gespräch. Hier seht ihr die Playlist unserer Gespräche beim 4. Kongress Reden reicht nicht. Hier sind interessante Videos von unserem YouTube-Kanal. Und hier kann man all das abonnieren.